hier ist wieder die Bubble Born und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit euren Stanzmaschinen Filz ausstanzen könnt und mit diesen ausgestanzten Filzformen dann auch tolle Sachen machen könnt. Zuerst einmal, ich arbeite hier immer mit Spellbinders, habe ich mir hier diese Metallplatte besorgt, mit der ich auch schwierige Materialien stanzen kann, wie halt diesen Filz, diesen Wollfilz oder Plastik oder auch Metall. Ganz unten drunter kommt die graue Basisplatte, oben drüber die rosa Embossingplatte und ganz wichtig, diese Metallplatte kommt dann unter das Material, das ihr stanzen wollt, oben drauf dann die Stanzform und ich stanze in das Metall rein. Durch die Metallplatte wird der Stanzvorgang fester, also es ist nicht nur, dass es dicker ist, mehr Druck ist nicht das Zauberwort, sondern es ist einfach so, dass bei solchen schwierigen Materialien eine feste Unterlage da sein muss, in die reingestanzt wird und diese Metallplatte, die kann das. Wie ihr seht, ist der Filz jetzt sehr schön klar und deutlich gestanzt. Das ist mir mit dem normalen Sandwich von der Spellbinders das vorher nicht so gelungen. Mit billigem Bastelfilz aus dem Bastelladen übrigens ging das immer sehr gut, aber das hier ist Wollfilz und mit Wollfilz habe ich das nicht hingekriegt. Also mein Tipp, wenn ihr schwierige Sachen habt, benutzt die Metallplatte, die braucht man früher oder später sowieso. Ja, und was ich heute damit machen will, ich bin ja auch eine Schneiderin und ich habe schon vor vielen Jahren gefilzt, Nadelgefilzt. Und neulich fiel mir ein, wenn ich jetzt solche Filzteile stanze, ich habe ja Weihnachtskarten damit gemacht etc., dann kann ich damit ja auch filzen. Und diese Filzmatte, diese Bürste, die habe ich noch, die habe ich schon seit Jahren gehortet. Das ist eine von Clover. Und die braucht man unten drunter. Es gibt noch andere Methoden, wo dann unten drunter so eine Platte ist, so ein Schwamm oder was auch immer. Aber ich kenne halt nur das und kann das sehr empfehlen. Jetzt kommt diese Bürste unten drunter. Dann habe ich mir extra einen Hut genäht dafür, ja, und einen Schnitt gemacht. Mhm. Und um da reinfilzen zu können. Und jetzt nehme ich meine Filznadeln. Die sind jetzt in dem Fall hier auch von Clover. Das waren einfach die, die ich als erste im Stoffladen finden konnte jetzt, als ich nochmal losgezogen bin. Meine alten waren kaputt. Und filze jetzt in die Form. Dazu habe ich mir die Stelle markiert an dem Hut und lege das Teil da drauf. Und ganz wichtig, wenn man solche Stanzteile hat mit mehreren Details, ja, so wo mehrere Teile drin sind, da gehe ich immer erstmal hin und stanze erstmal so ein paar Stellen, ja, dass mir das nicht mehr abhaut. Dass jetzt in dem Fall von der Blüte hier zum Beispiel die ganzen Blumenblätter an der richtigen Stelle sind und dann da auch bleiben, wenn ich den Rest von dem Motiv dann filze. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nur an einer Seite anfängt, alles komplett zu filzen und dann beim nächsten, da verschiebt man doch immer noch mal wieder ein bisschen und so wie ich das jetzt hier mache, ist es einfach einfacher, praktischer. Das hat sich für mich so bewährt. Ja, und jetzt, wie gesagt, diese Blätter einzeln erstmal positionieren und ein bisschen anfilzen, sage ich jetzt mal so. Und dann kann es losgehen, wenn man das erstmal ein bisschen gesichert hat, dann geht man einfach wild quer drauf los und filzt dann so lange, bis man das komplette Blütenblatt, die komplette Blüte dann reingefilzt hat. Das Filzen funktioniert folgendermaßen. Diese Filznadeln, die sind sehr, sehr scharf. Also immer aufpassen, dass ihr euch da nicht in die Finger reinfilzt, stecht. An den Filznadeln sind Widerhaken. Das sind ganz, ganz viele kleine Widerhaken. Und jeder Widerhaken sticht quasi so ein Stück von diesem Wollfilz in euren Stoff hinein. Ja? Jetzt zeige ich euch mal, das ist der Beweis. So, auf der Rückseite sind diese ganzen Fasern, die durch den Stoff hindurch gestochen wurden von diesen Widerhakennadeln. Seht ihr das? Dass der Filz quasi regelrecht durch den Stoff durchgestochen wurde. Und darum braucht man dafür Wollfilz. Das geht nämlich nur mit Naturfasern, mit Haaren, mit Naturhaaren, in dem Fall vom Schaf. Mit diesem billigen Bastelfilz, ich habe es versucht, das hält nicht. Das sind Kunstfasern, die sind so glatt, die kann man nicht filzen und die lassen sich auch nicht durch Stoff durchfilzen und das hält einfach nicht. Und darum halt diesen Wollfilz. In dem Fall jetzt hier habe ich eine zweite Stanzform genommen und mache das genau wie bei der ersten. Erstmal die Blätter grob anfilzen. Das hat den Grund, weil dieser rote Filz, den ich hier gekauft hatte, der war mir noch ein bisschen zu dünn. Und wenn man den in den Stoff, in den Basisstoff einarbeitet, verschwindet hier auch immer ein bisschen. Habt ihr ja gesehen, das kommt ja auf der anderen Seite raus. Ne? Also wird das immer ein bisschen dünner. Und das war mir dann einfach zu wenig rot und zu wenig, ja, zu dünn und zu wenig Faser und zu wenig Filz. Dann habe ich eine zweite Stanzform genommen. Das ist ja der Vorteil beim Stanzen. Man kann ja so viele Formen machen, wie man will, da, bis der Stoff reicht, ne? Bis er alle ist. So, und dann habe ich mir einfach eine zweite gemacht und was macht denn ganz nervös, ne? Dieser schnelle Vorlauf.
diese zweite Stanzform, die füllt sich jetzt einfach genau wie die erste darüber. Und das verbessert mein Motiv. Ne? Das Ganze wird ein bisschen kräftiger. Es ist einfach mehr Faser da, ja, die dann hinterher in den Stoff reingefilzt wird. Ja, und dann wird das einfach schöner. So, und das ist jetzt meine erste Blüte. Und ich zeige euch die jetzt gleich nochmal von nahem. Und für meinen Hut, den ich dann für die Fotos angezogen habe, habe ich mehrere Blüten dann da reingefilzt. Ja, jetzt seht ihr hier, das ist von oben, ist das richtig mit so ganz vielen kleinen Nadelstichen richtig reingearbeitet in diesen schwarzen Stoff. Ja, das ist jetzt ein Walkloden gewesen, den ich dafür genommen habe. Das ging sehr, sehr gut übrigens. Ja, und auf der anderen Seite, da sieht man diese Fasern rauskommen. Wenn man jetzt einen Schal zum Beispiel macht, ist das die linke Seite und ich finde das eigentlich auch immer sehr apart. Ja, damit ist das auch schon fertig und ich habe den Hut dann noch weiter bearbeitet und ihr seht das ja auf den Fotos. Guckt euch das im Blog nochmal genau an. Ich danke fürs Zusehen und ich habe euch lieb.